So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Show Farm Together. Jo, theoretisch könnte ich eigentlich jeden Tag so eine Folge aufnehmen, weil ich diese Quests... hier, diese Pferde habe ich übrigens fertig gemacht. Da würde ich gerne noch ein paar Pferde anbauen, bevor ich jetzt groß... Ach nee, kann ich ja gar nicht. Ich habe ja nicht genug Kohle dafür. Sekunde, ich mach mal die Musik ein bisschen lauter. Müsste jetzt einigermaßen super laufen. Sekunde, vielleicht muss ich das Spiel neu starten. Warum wird das Overlay nicht mehr angezeigt? Ich verstehe es nicht. Nein, gucken wir mal, ob das soweit funktioniert. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Na gut. Wie gesagt, ich muss ja irgendwann hier auch weitermachen mit den Quests, weil ich unbedingt diese Orden brauche für ein paar Sachen. Von daher muss ich mal gucken, wie weit ich mit dem aktuellen Quest jetzt komme. Da kann es natürlich passieren, dass ich das noch nicht schaffe. Das werde ich aber dann offscreen halt machen, weil irgendwann, ich glaube, wenn ich hier wirklich weiterkommen möchte auf dieser Farm, dann kann ich leider nicht alles... Wie heißt es? Dann kann ich leider nicht alles... on screen machen. Sonst müsste ich hier wirklich jeden Tag so eine Show machen. So, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal... So, den Oleander kriege ich hin, den Rosmarin wahrscheinlich nicht, weil die eine ziemlich lange Legezeit haben. Erstmal den ganzen Kram abfahren. Ich nehme es diesmal mit Shadowplay auf. Ich hoffe, das läuft einigermaßen gut. Ich habe hier ein paar Olivenbäume gepflanzt. Einfach, damit wir sie haben und damit es hier ein bisschen lebendiger aussieht. Ob das soweit okay ist, können wir dann nochmal im Stream besprechen. Oder wie gesagt in den Kommentaren. Oleander, Rosmarin, Apfel, okay. Spornblume, die gibt richtig viel, die Blumen. Die sind auch teuer gewesen. Hier Senf, 19 Diamanten. Im Stream werden wir auch mal gucken, wo wir... So. Die Kühe haben wir fertig, haben wir das eine Quest schon mal fertig gemacht. Super, nicht genug. Das genug Futter ist da. So, jetzt will ich meine Pferdchen hier aufsammeln. Scheint sich... Oh, das ist aber viel. 50.000 gefressen, aber dafür haben sie auch gut... Hat die Tiere jetzt auch gut gegeben, das muss man lassen. Wie viele Fische habe ich denn? 92 hier. Ne, ich kann... den Blumenstand abgeben. Ich habe hier den Blumenstand gebaut, damit ich einfach mehr von dem Fischstand, damit ich einfach mehr Fische schneller abgeben kann. So.
würde ich mal hoffen. So, 266, es muss ja halt irgendwas kommen. Es muss ja irgendwie wieder vorwärts kommen. So, möchte ich den Mond hier noch abwerfen. Bei dieser Quest habe ich versucht, schon mal ein bisschen vorzuarbeiten, weil so viele Blumen kannst du gar nicht pflanzen, dass du die auf einmal sehen kannst. Also können schon, aber ich finde, das hat es jetzt ein bisschen rausgehauen. Wie viele Rosmarine habe ich eigentlich nicht gepflanzt? 6 Mal. Ja, Rosmarine. Okay, verstehe. 13 Stunden noch. Also die Quest werde ich jetzt nicht schaffen. Ich mache das jetzt auch nur ganz, ganz kurz. Also das sind so die täglichen Arbeiten, die ich hier habe. So, Hoppelhäschen. So, Tiere füttern. Zweite Ladung Futter. Der Futtertrupp ist eigentlich ganz gut, wenn es eine zweite Ladung gibt. Also jetzt möchte ich erstmal die Futtertrübe sauber machen. Ich habe schon genug Getreide. Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, dass ich die füttern kann. So, Tiere sind alle gefüttert. Super. Wenn ich hier die Tiere abernten, hier gibt es Baumwolle. Hier gibt es Milch. Hier gibt's Baumwolle. Und wir haben Level abbekommen. Ja, geil. Super. Jetzt kommt hier oben unser kleines Chill-Out-Domizil. Normalerweise dürfte ich keine Blumen mehr abfarmen, weil die aus irgendeinem Grund voll sind. Ja, da muss ich mal gucken, wo ich irgendwas finde, dass wir mehr als nur mit diesem Blumenstand hier irgendwie die Blumen loswerden können. Habe ich nicht einen Webstuhl? Ja. Aber der braucht Wolle, keine Blumen. So ein bisschen Käse. So, ich mache jetzt erstmal relativ schnell das Normale. Und zeige euch mal ganz kurz die... Ach nee, komm. Drauf geschissen, ich mach's richtig. Wenn schon, denn schon. Wenn wir schon hier hinten sind, können wir auch hier mit anfangen. Steckrüben brauchen wir 50 Stück. Habe ich auch so gut es geht angeerntet. Okay. 28 Leghornhühner, natürlich die hab ich jetzt fertig gemacht. Das hat der Quest aber nicht geschadet. So, Steckrüben sind fertig. Das bedeutet, hier ist wieder frei. Und jetzt brauchen wir Sojabohnen. Dann ist die Quest auch fertig. Die Frage ist, wo sind die? Ich glaube, die habe ich unten gepflanzt. Hier alles voller Kartoffeln, weil wir eine riesen Quest bekommen haben. Und die komme ich gleich noch. Erstmal die Clownfische abernten. Die Nemos fangen! So, hier habe ich ein großes Blumenfeld gepflanzt, einfach um mal ein paar Blümchen zu haben. Könnt ihr sicherlich verstehen. Der Berg hat sich einfach dazu angeboten. Kann man ja noch umsetzen, wenn es irgendwie nicht gefällt. Die Rosen sind jetzt auch frech, das ist super. Oh, Rosmarin wird halt ziemlich nervig, weil davon habe ich nicht so viel. Es ist, glaube ich, auch relativ schwierig, Rosmarin zu kriegen, weil die Pflanze kostet Medaillen. Das bedeutet, die kann ich nicht so einfach mal in Massen abbauen. Das ist schade. So, Sojabohnen. Die Sojabohnen habe ich hier hinten gepflanzt. Das sind die Eventpferde. Hier diese Flammenpferdponys habe ich ja schon mal gezeigt. Hier brauchen wir noch einen Futtertrog. Genauso wie die neuen Frostpferde. Und hier hinten konnte ich ein paar arkanische Pferde
machen. Das ist die Event-Quest. Alles freigeschaltet, was geht. War ziemlich cool. Der muss auch noch gekostet werden. Und ich habe vergessen, als ich oben war, meinen Trecker noch, den Tank von meinem Trecker noch zu laden. So. So, die Quest ist fertig. Rosmarin müssen wir noch warten. Kartoffeln. Olivenbaum, Bohnen. Das ist neu, das ist neu. Und Kartoffeln. Dann werde ich die Kartoffeln jetzt noch schnell abernten. Das Feld hier so beibehalten werde, weiß ich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Geldfarmen übrigens gibt es etwas Neues, ja. Und zwar kann ich jetzt, wie heißt's, hier, nee, Robben nicht, Gerste anpflanzen. Gucken wir mal. Gerste kostet 7500, gibt aktuell auf Level 1 9000, das ist ein Bonus von 1500, während der Roggen, den ich immer sonst so anernte, ein bisschen mehr gibt. 1590. Aber der ist auch schon auf Level 19. Also ich glaube, die Gerste, wenn die Level abgeht, dann wird es auch noch besser. Einfach mal, ja, muss ich einfach mal schauen. Aber so mache ich halt aktuell ein bisschen Kohle. So, Pferde sind abgeerntet. Das hier ist auch abgeerntet. Das ist super. Ich darf nur nachher meine Händchen nicht vergessen. Hier weiterhin Kartoffeln. Müssen natürlich abgeerntet werden, das ist ja klar. Die Quest auch fertig gemacht. Ich würde gerne den Quest ansammeln und die Agentur freischalten. Da will ich halt gucken, ob man da entweder mehr Quests bekommt, dann habe ich auch auf Screen mehr zu tun. Oder allerdings, ich werde einfach bessere Quests bekommen. Ja, muss ich noch gucken. Aber bis jetzt gefallen die Quests eigentlich ganz gut und ich brauche halt unbedingt diese Medaille, damit ich halt ein paar Sachen. Und darum kann die mich noch ein bisschen, die mir einfach das Farmleben erleichtern. Von daher muss ich heute unbedingt auch, wieder aufnehmen. Und ich bin aber, wie gesagt, immer noch am Überlegen, ob das überhaupt passt. Ob ich das überhaupt so machen kann, wie es bis jetzt ist. Weil ich glaube, wenn ich das Spiel abends immer so ein paar Stündchen spiele, einfach zum Runterkommen, dann kann es durchaus passieren, dass ich die Quest trotzdem machen muss, weil sonst stackt das irgendwie. Und dann wird das letzte wahrscheinlich eher dann so ablaufen, dass ich einfach nur Neuerungen zeige. Aber dann kann es auch passieren, dass ich aufs Grün irgendwelche Erweiterungen vornehmen muss. Sprich, mir ein neues Feld holen muss und so ein Kram. Das wollte ich ja eigentlich für den Stream aufnehmen. Da müsste ich mir eigentlich mal eine Privatfrage machen, wo ich wirklich einfach mal eskaliere. Naja, ich habe ja einige Farmen. Von daher. So, die können wieder geerntet werden. Das ist super. Wo sind die nächsten Kartoffeln? Da hinten ist hinten. Und dann sind wir, was das angeht, zu leicht fertig, weil mehr Blumen habe ich jetzt auch nicht geerntet, sondern von daher kann ich das andere, die andere Quest eigentlich fertig machen. Hier im Spiel regnet jetzt wie Sau. Und draußen gerade bei mir auch. Eieiei. So, Quest abgeschlossen, super. Wir haben 14.
von den Opalosa. Albino-Esel. Aha. Können wir also ordentlich wieder was zusammen zurechtstutzen. Von denen habe ich genug. Gut, Fische muss ich mal gucken, ob ich da irgendwo ein paar Fischbecken einsetze. Schwertfisch ist eigentlich auch ganz geil. Ist der besser als der Hammer? Ja, um einiges. Auf jeden Fall müssen wir uns mal... Dori, Doktorfisch. Dori. Oh, cool. Aber die geben nicht so viel Kohle. Na gut. Oh, Rosmarin. Hier seht ihr, kostet Medaillen. Können wir aber nicht immer gebrauchen. Eiermarkt. Oh, Eiermarkt ist natürlich auch ganz cool. Auch wenn ich die Eier wahrscheinlich eher andersweitig benutze. So, der würde hierhin passen. Da würde aber die Straßenlaterne kommt dann weg. Und dann baue ich hier so eine Wegstraßenlaterne hin. Die kann ich nämlich hier hinbauen. Ja, super. So. Hier kann ich ordentlich was verkaufen. Hier auch später. 200 Eier. Jo, wir können jetzt ordentlich Zeug tragen. Das ist gut. Die Fantasie hat es vollgebracht. Wirklich. Also die hat mir am Start vor den Arsch gerettet heute. So, okay, Eiermarkt, das haben wir. Das habe ich im Besitz einmal. Das habe ich auch einmal. Das habe ich auch einmal. Geschenkeladen brauche ich nicht. Farmhaus wäre ganz cool. Marmeladenstand, den hätte ich gerne. Weil da kann ich nämlich, in der Fruchtpresse kann ich hier unten viel mehr Dingsbums abgeben. Viel mehr, wie heißt's? Das ist wichtig. Hier kann ich nämlich, wie gesagt, 50 Früchte abgeben und krieg einmal Marmelade draus. Und ich habe ja 12, hier kann ich 10 Marmelade abgeben und kriege Orden. Ja, diese Orden, die sind wirklich wichtig. Und jetzt kann ich sogar, glaube ich, auch arbeiten, ohne dass ich jetzt die Quest dringend machen muss. Aber ich muss auch mal den Laden ein bisschen abernten offscreen. Ich glaube, jetzt wird das alles um einiges leichter. Was ich gerne noch hätte, Honigstand brauche ich jetzt nicht zwingend. Pfandleihe habe ich ja schon. Das wäre natürlich auch ganz nice, hier eine Tankstelle zu haben. Ansonsten Marketingagentur. Ja, die brauche ich auch für 20 von den Dingen. Aber die kann ich ja jetzt abfahren. Super. Dann würde ich sagen, die Folge reicht auch. Weil ich habe alles gezeigt, was ich zeigen möchte. Ich habe im Haus noch ein paar Arbeiten verrichtet, wie ihr seht. Ich habe diese Scheine sozusagen. Also hier kann man im Klavier immer verschiedene Musikstücke ansetzen. Immer so kleine Klassiker. Mary, Mary, kleines Lamm. Oder Scheine, Scheine, Kleider, Stern oder Old MacDonald hat eine Farm. Das ist immer ganz nett. Das gefällt mir. Hier kann man malen. Nicht genug Ressourcen, dann brauche ich Pilze. Habe ich keine Pilze? Ne, nur 5. Okay. So, Fish and Chips. Nicht genug Ressourcen. Was brauche ich denn dafür? Auch schon wieder Pilze, okay. Was koche ich denn jetzt? Pizza. Dafür brauche ich 25 Getreide und 2 Käse. Stufe 3. Das bedeutet insgesamt 6 mal Käse. So viel Käse habe ich gar nicht. Sushi. Ja, das mache ich. Super. Das gibt auch ordentlich Einrichtungspunkte. Ich habe hier das Haus noch mal ein bisschen neu eingerichtet. Hier ein Fernseher, die Couch-Ecke habe ich ein bisschen umgestellt. Hier eine Lampe hingestellt. Hier oben auch so eine Deckenleuchte rein. Und hier an der Seite so ein Teddybär.
ich finde auch, mehr sollte ich auch nicht machen. Ich könnte zwar noch wesentlich mehr hier einbringen, aber ich glaube, das Ausbach jetzt erstmal ist jetzt erstmal soweit fertig, finde ich jetzt. Badezimmerregal, ja, aber ich habe hier kein Badezimmer, das ist ein Baumhaus. Natürlich auch noch viele Utensilien hier, ein modernerer Kühlschrank, aber für ein Baumhaus reicht dieser normale Kühlschrank eigentlich vollkommen aus. Ich wollte erst dieses Fernsehregal hier hinstellen, aber dann kam halt das dazu, das sieht natürlich wesentlich geiler aus. Ein Badezimmerteppich, oh ja, so ein kleinen Teppich für den Hundi hätte ich gerne. Der kommt natürlich hier ans Fußende. Nee, der ist zu groß, der Teppich. Der Hundi braucht so einen kleinen Teppich. Super, dann kann sich nämlich der Hundi da hinlegen, während wir uns hier hinlegen. Oh, wunderbar, super. Hier in der Ecke können vielleicht noch irgendwas hin. Oh, offener Kamin. Kinderzimmer. Ich muss einfach nur was trinken, Leute. Ich bin jetzt so lange wach. Es ist relativ früh am Morgen. So. Nee, das war's eigentlich. Also, ich verabschiede mich jetzt hier von dem zweiten, von der zweiten Let's Show Folge. Und würde dann sagen, wir sehen uns. Wie sieht es denn mit der Karte aus? Wir könnten natürlich hier unten weiterkaufen. Aber erstmal gucken, weil bis jetzt hält sich der Platz noch in Grenzen, würde ich sagen. Obwohl wir auch dementsprechend auch wieder ziemlich viel neu kaufen können. Vor allem würde ich gerne hier diese Bäume abpflanzen, komplett, ja. Würde das Feld hier gerne kaufen und hier einen größeren Wald hinschalten, dass wir mehr Marmelade farmen können und diese dann auch umbauen. Ja. Das da und das da. Und das da wird dann ein anderes Quadrat kommen, dass hier, dass es hier vorne mal ein bisschen Platz gibt. Ich habe 3 Goldnuggets, die kann ich eintauschen. Entweder gegen... Also hier sieht man, kann man eigentlich immer was Gutes bekommen. Aber das ist ein bisschen teuer, finde ich. Dafür, dass wir das jetzt abfarmen können. Das hat es am Anfang super gebracht, aber ob ich das jetzt brauche, aktuell weiß ich. No, so, auf jeden Fall, ich habe was zu tun. Ich werde da auch später weitermachen. Wichtig war nur, dass ihr so ein bisschen das Farmleben mitbekommt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!